aufreiten. Bist du bereit? Yep. Na gut, Aufstellung, Jungs. So, die müssen wir jetzt alle fangen. Du hast bis morgen Frühzeit. Wenn du uns bis dahin alle findest, verraten wir dir den Code. Ach ja, und benutzt bloß keine Dekonüsse. Die Dinger machen so einen grellen Blitz, das ist unfair. Kannst losgehen? Ja, dann gucke ich mal, wo sie jetzt sind. Ist wie im Original ist oder ob sie teilweise anders versteckt sind. Erstmal sammle ich mal gerade nebenbei ein paar Robine. Schon noch genug Zeit, die zu fangen. Da ist einer der leichtesten noch. Das war auch früher im Original, war dort. So, jetzt gucke ich mal, wo geht's nochmal wo raus? Das war... Okay, da komme ich gleich dahin. Dann muss ich hier weiterlaufen. So. Ja. Oh, warum müssen wir bei diesem dämlichen Spielchen, dieser kleinen Nervsägen mitmachen? Aber was soll's, lass sie uns rasch finden, damit wir das hinter uns bringen können. Nur noch 16 Stunden und 27 Minuten bis zum Morgen. Tja. Wir müssen bei den Nervensägen eben mitmachen, weil sie es so wollen. Sonst helfen sie uns nicht. Yep. Außerdem ist es ja nur fair, mit kleinen Kindern auch mal fangen zu spielen. Die haben ja sonst nichts anderes zu tun, außer zur Schule zu gehen. Sag mal, wann gehen diese Kinder eigentlich jemals zur Schule? Kann ich in Majors Mess gar nicht so genau sagen. Ich kann mich jetzt hier an keine Schule erinnern und... Ich meine, Windwaker gibt es ja eine Schule. Wo dann so Raufbeule hingehen, die nicht so wirklich keinen Bock so wirklich auf die Schule haben, aber zumindest gibt es da eine Schule. Also sind die Kinder hier dann doch vergleichsweise doof? Irgendwie schon. Eigentlich muss ja hier so eine Art Schule sein. Oder eigentlich müsste. Weil Majors Mask ist ja sehr modern aufgebaut. Also quasi sehr aus Real Life, wenn man es auf Real Life bezieht. Doch sehr, sehr modern. Na, weil hier gibt's ja Berge, Sümpfe. Meinst du, es gab's in der Vergangenheit nicht? Ja, wenn ich zum Beispiel Ocarina of Time angucke, das ist ja eher noch so ritterlich gemacht, noch so sehr auf die alte Zeit bezogen. Dann bezieht sich ja Wind Waker oder Phantom Hourglass ja auch mehr auf die Piratenzeit, wo halt eher so die Piraten dazu gange waren und wo sie dann viel auf dem Meer gefahren sind, sowas halt. Und hier kann man halt ein paar Sumpffahrten machen, in die Berge gehen, ans Meer, sowas halt. Aha. So, jetzt sind noch zwei übrig. So. Ist halt ein bisschen anders wie im Original. Da sind sie ganz woanders teilweise. Der erste hat noch gestimmt. Der ist dann gleich zu Anfangs bei Ost-Unruhstadt, ich will jetzt nichts Falsches sagen, gewesen. In der Ecke. Und ja, dass sie sich jetzt in so Kisten verstecken teilweise, das haben sie auch neu. Und der hier ist genau wie im Original. Also genau wie in N64. Teil. Hey, du musst nur noch einen einzigen finden. Jetzt aber hurtig. Ja. Meinst du, kriegst den? Ich denke schon. Aber ich finde das witzig, der Hund, ne? Der greift wirklich nur den Deku eigentlich an. Deku ist die einzige Gestalt, wo er angreift. Vor dem Rest hat er so Respekt irgendwie. Und so als normaler Mensch, so als Link, ja. Den lässt er in Ruhe. Das ist ja ganz normaler Mensch, wie die anderen, die auch so rumrennen. Der arme Deku. Aber gerade der ist doch eigentlich ganz niedlich. Auch wenn du ihn nicht magst, aber ich mag ihn. Immerhin die erste Figur, die man bekommt. Ja. Wärst du nur ein Mensch, dann könnte ich dir ein Notizbuch geben und dich zu einem vollwertigen Mitglied machen. Was denkt ihr, Leute? Auf keinen Fall. Keine Dekus. Tja, wir haben einmal ein nichtmenschliches Kind aufgenommen und Junge, haben wir das bereut. Tut mir leid. Aber wie versprochen, verrate ich dir den Code. Ich werde ihn aber nur einmal sagen, also pass gut auf. Bist du bereit? 1, 2, 3, 4, 5. Nee, so einfach ist es dann doch nicht. Also 4, 2, 3, 1, 5. 4, 2, 3, 1, 5. Mhm. 4, 2, 3, 1, 5. Okay, das müssen wir uns aber merken. 4, 2, 3, 1, 5. Okay.
Ja, geschwind haben wir die Nacht schon. 4, 2, 3, 1, 5. 4, 2, 3, 1, 5. 4, 2, 3, 1, 5. Vier, zwei, drei, eins, fünf. Das hätten wir. Aber ich möchte euch gerade mal geschwind noch mal kurz was anderes zeigen. Es gibt hier eine Menge cooles Zeug im Haus dieses Sterntypen. Oh. Und es lebe die Bruderschaft der Bomber. Weil, ich kann euch mal sagen, in diesem Spiel, also es ist... Es ist auf jeden Fall so, dass Link, die fünf Phasen vor der Trauer quasi bewältigt. Willkommen, womit kann ich dir dienen? Der Raum hier links gehört dem Bürgermeister. Ich glaube, die haben gerade eine Besprechung, glaube ich. Der Raum auf der rechten Seite ist der Salon. Er dient gleichzeitig als Madames Aromes Büro. Geh bloß nicht hinein, wenn du keinen Termin hast. Madame wird dir sonst den Kopf abreißen. Ja, nee, gut. Es ist auf jeden Fall so, das Spiel, also, ach Quatsch, ich wollte dich nicht mal ansprechen. Link durchlebt die fünf Phasen der Trauer. Man weiß jetzt nicht, also es gibt natürlich die Theorie, dass es jetzt, Links Tod, dass er seinen eigenen Tod verarbeitet, was ich jetzt aber persönlich jetzt für Humbug halte, also was ich jetzt ein bisschen für Schwachsinn halte. Wahrscheinlich ist, dass er den Tod von Navi verarbeitet. Wieso ist Navi denn gestorben? Ja, weil sie wurde nicht mehr mehr erwähnt und Ocarina of Time kam vor Majora's Mask und er ist halt schon auf der langen Suche nach ihr und ja. Ich frage mich, woher der Stenkoku das Homecat kennt. Oh nein, die Zeit wird knapp, die bleiben manchmal mehr 3 Tage. Und ja, und das wollte ich das nämlich zeigen. Hier zum Beispiel haben wir nämlich die erste Phase. Ich kann das mal kurz... Die meisten Stadtbewohner haben bereits Zuflucht gesucht, ohne auf den Befehl des Bürgermeisters zu warten. Die einzigen, die noch hier sind, sind öffentliche Bedienstete und die Mitglieder des Komitees. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrtes Komitee, bitte erteilen Sie den Befehl, die Stadt zu evakuieren. Nun... Ihr Feiglinge, glaubt ihr tatsächlich, dass der Mond auf die Stadt stürzen wird? Diese Panik wurde nur ausgelöst, weil die ganze Stadt an diese lächerliche, grundlose Theorie glaubt. Die Soldaten konnten die Panik nicht verhindern, aber die wahre Gefahr liegt außerhalb der Stadtmauern. Ihr wollt antworten? Die Antwort lautet, dass der Karneval nicht abgesagt werden darf. Stimmen Sie mir zu, Herr Bürgermeister? Muto? Ist das dein Ernst? Ich habe den Eindruck, dieser gigantische Felsbrock, der über unseren Köpfen schwebt, ist dir bis jetzt entgangen. Jedes Jahr um diese Zeit wird die Stadt von Touristen überrannt. Warum aber ist die Stadt jetzt wie ausgestorben? Unser Job ist es zwar, einen sicheren Ablauf des Karnevals zu gewährleisten, aber nur, wenn auch Leute da sind. Zieht nicht die Soldaten und Kaufleute in diese Katastrophe hinein. Wenn die Soldaten fliehen wollen, dann lass dich nicht abhalten, Wisken. Wir Ratsmitglieder werden an der Tradition festhalten. Dieser Karneval wird ein Erfolg. Ich habe noch nie gehört, dass eine Abwehreinheit ihre Stadt im Stich lässt. Madame Woma würde mir sicher zustimmen, nicht wahr, Bürgermeister Dotur? Lassen wir doch bitte meine Frau aus dem Spiel. Ja, und das wäre so die erste Trauer quasi. Die erste Trauer von... Die erste Phase. Genau. Also die erste Phase von der Trauer. Die erste Phase bedeutet ja Verleumdung quasi, ne? Oder? Genau. Man will es halt erstmal nicht wahrhaben und sagt so, nein, das stimmt nicht, ne, das stimmt nicht. Der Mond stürzt nicht auf diese Stadt, nein, das kann gar nicht sein. Genau. Aber er stürzt auch sehr langsam auf die Stadt, ist mir aufgefallen. Ja. Ja, so, falsche Richtung. Also rein theoretisch gesehen kann das eigentlich auch nicht sein. Nicht wirklich. Physikalisch gesehen funktioniert das nicht. Außer der Mond würde kontinuierlich sich von der Erde abstoßen und festhalten irgendwo. Naja, aber... Na, sowas darfst du nicht gehen, ich meine... Gesundheit. Danke. Das klingt ja auch ganz komisch jetzt. Gesundheit. Oh. Entschuldigung, ich bin weg. Jo. So. Diese Spinne ist vor allem auch ganz fies, wenn man mich hier ausweicht und die nicht killt. Und hier zum Beispiel ausweicht, dann erscheint sie hier auf dem Rückweg. Also wenn man den gleichen Weg wieder zurückgeht. Was man quasi natürlich auch muss, weil man erstmal keine Möglichkeit hat, keine andere. Ja.
Ich merke, die haben hier mehr Zeichnung auf jeden Fall. Oder überhaupt Zeichnung. Das kennt man ja von dem N64-Teil gar nicht so. Ja. Also mal den Weg hier freimachen. So, uns Magie holen. Na. Wäre ganz cool, wenn du hochgehst. Jo. So. So, dann sagen wir mal Hallo zu dem Typi hier, zu dem Sterngucker. Sieh an, welch ein merkwürdiger Geselle kommt da an mein Haus. Bist du ein neuer Freund der Bomberbande? Auf jeden Fall scheinen deine Manieren wesentlich besser zu sein als die von diesem Rabauken, der zuletzt hier war. Dieser ungezogene Unruhestifter hat gesagt, er würde meine Instrumente zerstören. Er sagte, er würde meine Mondträne stehlen. Er war völlig außer Rand und Band. Jetzt ist er wohl in der Nähe des Uhrturms und sorgt dort für Unruhe. Willst du einen Blick durch mein Teleskop werfen? Ja, das wollen wir. So, und ich würde mal sagen, er ist sogar auf dem Uhrturm, nicht sogar in der Nähe. Nicht nur in der Nähe, sondern sogar auf dem Uhrturm. Jo. So. Da ist wieder eine neue Mondträne. Diesmal springt er nicht. In der N64-Version da ist er noch gesprungen. Naja. Hast du den Uhrenstifter gefunden? Und dieser laute Knall, was war das? Vielleicht ist eine weitere Mondträne zur Erde gefallen. Geh durch diese Tür und schau dich draußen um. Ich frage mich, wie dieser Störenfried auf das Dach des Uhrturms gekommen ist. Der einzige Weg nach oben führt durch eine Tür, die sich nur am Vorabend des Karnevals öffnet. So. Jetzt sammeln wir die mal ein. Du hast die Mondträne gefunden. Eine unwirkliche Schönheit geht von diesem Edelstein. Deine aus. Solche Dinge, die du nur für ganz spezielle Fähigkeiten brauchst, spezielle Fälle brauchst, nennt man wichtige Items. Berühre auf dem unteren Bildschirm, Touchbereich, sage ich jetzt mal, um zu sehen, was du so besitzt. Aber. Der Mond ist ja schon riesig, er scheint jeden Moment einschlagen zu wollen. Aber jetzt müssen wir uns erstmal auf das Horror-Kit konzentrieren. Wir wissen jetzt, wo es ist. Was machen wir also noch hier? Auf zum Uhrturm. Ja, genau, was machen wir noch hier? So, und jetzt müssen wir quasi eigentlich nur ein bisschen Zeit totschlagen. Und das können wir quasi eigentlich jetzt schon machen. Indem wir uns hier ihm beim Tanzen zuschauen. Oh yeah, vergiss Gevatter Zeit, lass uns tanzen. Oh yeah, wie war das, hä? Die Zeit ging wie im Flug, ich könnte ewig weitermachen. Wenn du willst, Baby, dann lass uns die Zeit vergessen und bis zum Abend tanzen. Wollen wir tanzen? Aber sicher doch. So. Das ist eigentlich immer das Gleiche, was er sagt. Bis auf die Tatsache, dass er sagt, dass wir zur nächsten Dämmerung oder zur nächsten Nacht quasi tanzen. So. Geht halt nicht anders, müssen wir jetzt so machen. Ansonsten müssten wir die ganze Zeit irgendwas anderes noch machen. Und es würde sich ziemlich lang hinauszögern quasi, bis die Zeit rum ist. So. Es verbleiben 24 Stunden. Ich finde die Animation mit der Dämmerung des letzten Tages und so, finde ich schon cool gemacht irgendwie.
Fand ich auch damals in der N64-Version schon cool. So, ein letztes Mal tanzen. Yeah, vergiss Gefahr der Zeit. Lass uns tanzen. Nacht des letzten Tages, es bleiben 12 Stunden. Oh yeah, wie war das? Die Zeit verging wie im Flug, ich könnte ewig weitermachen. Aber mir scheint, da draußen ist es nun alles irgendwie gefährlich. Ich verschwinde aus der Stadt. Man sieht sich, Baby. So. Jetzt haben wir so ein bisschen Zeit verdattelt. Großen Sprung jetzt gemacht. So. Spinne bleibt weg, das ist gut. Wir sind uns ziemlich nervtöten geworden. Gut, jetzt wissen wir also, wo sich das Sauerkett herumtreibt. Lass uns in der Nähe des Uhrturms suchen. Vielleicht können wir so etwas in Erfahrung bringen. Oh nein, die Zeit wird knapp. Die bleibt nicht mal mehr ein halber Tag. Jo, das ist mir bewusst. So, dann wollen wir weiter. Einen etwas längeren Weg hier. Wir müssen ja quasi jetzt eigentlich nur die Mondträne abgeben. So. Warte, warte, einen Moment noch. Rateigentum. Versuche nicht hier in meiner Abwesenheit irgendwelchen Unfug zu treiben. Es ist äußerst fraglich, ob der Karneval wirklich stattfinden wird. Vielleicht sollte ich an den Laden schließen, um mich nach einem Geschenk für meine Frau umzusehen. Ich hörte von einem Stein, den man Mondträne nennt. Sein Glanz soll strahlender sein als Sternstaub am nächtlichen Himmel. Wenn du einen solchen Stein hast, würde ich ihn dir gerne abkaufen. Meine Frau würde sich bestimmt freuen. Als Gegenleistung biete ich dir meinen Platz hier an, inklusive Dekoblume. Ja, dann machen wir das mal. Wähle auf dem unteren Bildschirm einen Gegenstand aus, drücke B, um den Vorgang abzubrechen. Zack. Klicken wir mal hier an. Ah, dieser Stein, du musst ihn mir geben. Ich biete dir sogar meinen Platz hier an, inklusive Dekoblume. Na, wie wär's? Na, klingt doch ganz gut. Du hast die Mondträne gegen eine Landurkunde eingetauscht. Oh, ich danke dir, jetzt habe ich das perfekte Souvenir für meine Frau. Es ist lange Zeit her, dass sich ihre Augen im Glanz eines so kostbaren Juwels erfreuen durften. Die Urkunde für diesen Platz sollte bei allen Dekos hoch im Kurs stehen, aber das weißt du sicherlich schon. Wenn du sie nicht mehr brauchst, kannst du sie jederzeit verkaufen. Gesundheit. Hä? Praktisch. Ja. Es ist witzig immer irgendwie, wie die ganzen Dekos nachher irgendwie alle immer so richtig viel drauf haben und wir immer nur so ein kleiner Deko sind, der vielleicht ein paar Blasen verschießen kann. Die auch immer witzig. Aber das gehört so, der Held ist meistens derjenige, der am wenigsten drauf hat. Ja, leider ist das wirklich im Allgemeinen immer wirklich so. Ich habe es auch schon oft erlebt, dass so im Allgemeinen, dass die Bösewichte immer irgendwie viel cooler sind, so. Ja, sonst wären es ja nicht die Bösewichte. So, und was wollte ich hier? Ah ja, genau. Wo ist er? Da ist er. Ha! Tschüss. Ja, mein Herr. Hallo, Herr Fee. Wollen Sie eine Karte? Wollen Sie eine von Tingles Karten kaufen? Ja, nehmen wir mal einen Dämmerwald, hä? Hurra! Du hast die Karte vom Dämmerwald erhalten. Mit ihrer Hilfe kannst du dich im Sumpfgebiet besser zurecht. Findest dich besser zurecht. Ja. Der rote Pfeil auf der Karte zeigt an, wo du einen Bereich betreten hast. Der gelbe Pfeil zeigt dir, wo du dich gerade befindest. Jederzeit bereit. Tingle, tingle, kululimpa. So. Müssen wir mal schauen. Jetzt müsste ich noch... Okay, es sind noch 3 Rubine, aber besser als nichts. Wir haben auch noch ein bisschen Zeit. Kommen wir jetzt eigentlich perfekt time. Ist eigentlich recht gut.
So. Hier gab es ja an der Stelle gab es immer so einen witzigen Bug, da hat man sich von oben runterfallen lassen und ist dann sonst nichts gefallen. Das war auch mal witzig. Also ist nichts passiert danach, aber es ging dann trotzdem weiter. Aber ich habe nur gesehen, wie er ganz plump dann so runtergefallen ist. Und wo ist er dann schön gelandet, dass er wieder da war? Oder ist er gestorben? Nee, ist nichts passiert, wie gesagt, aber es sah halt immer witzig aus, wie er da runtergefallen ist. Ach so. Was ist los? An einem Tag wie diesem willst du Bankgeschäfte abwickeln? Du hast die Stadt noch immer nicht verlassen, du bist wirklich erstaunlich, kleiner Mann. Entschuldige bitte, aber lass mich einen Blick auf dich werfen. Ach, Herr Ling, stimmt's. Stimmt's, du bist doch der kleine Kerl, der 27 Rubine deponiert hat. Wie ein Einzahlen. Nun, 3 Rubine. Ach wirklich, 3 Rubine. Ich meine, besser als nichts, ne? 30 Rubine hast du dann jetzt. Das ist alles, aber wirklich nicht viel. Das ist alles, das ist so gut wie gar nichts, du krauser Krummel. Aber bitte, der Kunde ist König. So, kleiner Mann, dein Kontostand beträgt derzeit 30 Rubine. Komm zurück, wenn du ein paar Reichtümer angesammelt hast. Ja, sei froh, dass du ein Monopol hier hast, ne? Weil es war ganz schön unfreundlich von dir, du. Ah, das ist doch eine Frau. Soll das eine Frau sein? Sieht aus wie so ein... Ist doch eine Frau, alleine von der Frisur her und von der Farbe und... Und sieht tatsächlich aus wie eine Frau. Ich habe das immer für so einen Typen gehalten. Manche sehen ja auch so komisch aus. Manche sehen ja auch aus wie so eine Frau. Weiß man nicht. Hey, du bist doch ein Deko, also warum benutzt du nicht diese Deko-Lume, um auf den Uhrturm zu gelangen? Oh nein, die Zeit wird knapp. Die bleibt nicht mal mehr ein Tag. Ein halber Tag. Ja, aber wie kommt das sowieso erst? Wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, nur ganz zum Schluss da hoch. Jo, ist ja gleich. Das kommen wir auch hoch, ja, aber jetzt kommen wir ja auch gleich hoch. Hast du dieses Mal die Zeit auch vertrödeln müssen? Zu vertanzen, ja. Du hast die Zeit vertanzt. Du hast dein Herzteil gefunden. Sammle 4 Herzteile, um einen neuen Herzcontainer zu erhalten. Hier, neue Herzcontainer erhöht deine Energieleiste. Die Treppe zum Dach scheint noch nicht zugänglich zu sein. Da müssen wir wohl noch etwas Zeit rumbringen. Entweder wir sprechen mal mit den Leuten oder wir tanzen einfach etwas. Ja. Das mit dem Tanzen habe ich schon erledigt. Ich kann jetzt mal gucken. Ja, wenn ich mal spontan überlege, kann ich noch irgendwas... Ah, ne, jetzt geht's los, okay. Habe ich doch perfekt getimt, oder? Sehr perfekt, du hättest auch einfach umstehen bleiben können. Ja gut, das war's. Jetzt fährt dieses Uhrblatt nach oben. Ach, es gibt nur 3 Uhrblätter. Und dann kippt es nach hinten. Na gut, ich kenne mich mit so Sachen wie Uhrwerke jetzt gar nicht aus. Ich kann nichts dazu sagen jetzt gerade. Es sind nur 3 Blätter offensichtlich, oder? Meinst du genau? Du musst mir das genau erklären, weil... Ja, diese 3 runden Kreise, das sind doch die Uhrblätter, oder? Ja. Die Animation mit dem Totenkopf finde ich gut. Das haben sie auch neu gemacht. Ja. Früher war es einfach nur so rot dann. Man hat es dann auch so auf die Weise deutlich gesehen. Aber ich muss sowieso sagen, dass mich der Zeitstrahl so ein bisschen stört, weil ich fand das als halbrunden Kreis da, oder so als Halbkreis fand ich es besser. Zögere jetzt nicht. Sieh doch, du kannst jetzt hier hinaufgehen. Vor allem so durch den Halbkreis, da haben sie es viel besser verdeutlicht gekriegt alles. Man kann ja später noch ein bisschen mit die Zeit manipulieren. Aber gut, das sehen wir gleich alles. Wieso ist das Horror-Kit eigentlich noch da, wenn der Mond da runterfällt? Naja, die stehen ein bisschen miteinander in Verbindung, kann man sagen. Durch die Maske. Schwester! Ah, Tal, wir haben euch gesucht. Hey, Horror-Kit, wie wär's, wenn du diese Maske jetzt zurückgeben würdest? Hörst du mir überhaupt zu? Sümpfe, Berge, Ozean, Canyon. Rasch, die viele dort gefangen sind, bringen sie her. Du sprichst nur, wenn ich es dir sage, törichte Fee. Nein, lass meinen Bruder in Frieden. Horror-Kit, glaubst du wirklich, wir wollen jetzt noch deine Freunde sein? Nun, was auch immer. Selbst wenn sie jetzt noch kommen würden, könnten sie mit mir nicht mehr fertig werden. Hehe. Seht nach oben. Versucht er, das Unabwendbare zu verhindern. Oho. Was treibt er da jetzt? Na, ich glaube, der will nur ein bisschen den Mond verstärken. Oder hat einfach nur seine Macht so quasi noch demonstriert. Beziehungsweise es, oder? 5 Minuten. Ja. Schießen wir ihn einfach ab. So.
Aber der Endkampf dauert etwas länger, oder? Der dauert wohl etwas länger, ja. 5 Minuten. Zumal wird der Endkampf sich nicht hier auf dem... Okay, ich dachte gerade. Zumindest wird der Endkampf sich nicht hier auf dem Uhrturm abspielen. So viel sei mal gesagt. Du hast die Ocarina... Auf dem Mond? Weiß man nicht, ne? Du hast die Ocarina der Zeit wiedererlangt. Prinzessin Zelda hat dir einst dieses wertvolle Instrument überreicht. Berühre das Ocarina-Symbol und drücke dann A, X, Y, L und R, um dem Artefakt magische Töne zu entlocken. Drücke B, um dein Spiel zu beenden. Plötzlich kehrt die Erinnerung an Prinzessin Zelda in dein Bewusstsein zurück. Ja, jetzt kommt eine schöne Szene, eine meiner Lieblingsszenen in Majora's Mask. Das war jetzt auch etwas zu schnell. Das war auch etwas träger, so bei der N64-Version. Du hast also tatsächlich vor, Hyrule zu verlassen? Auch wenn wir uns erst seit kurzem kennen, kommt es mir vor, als würde unsere Freundschaft schon eine Ewigkeit werden. Unsere gemeinsamen Tage in Hyrule sind unvergesslich. Mein Herz sagt mir, dass der Tag kommen wird, an dem wir uns wiedersehen werden. Bis zu diesem Tag nimmt dies an dich. Oh. Ich bete, dass deine Reise eine sichere sein wird. Falls dir etwas zustößt, dann erinnere dich an dieses Lied. Na, und laut Theorie eines Let's Players, wenn man danach geht, kann es sein, dass sie sich nie wiedersehen nach Majora's Mask. Aber weiß man jetzt natürlich nicht. Das ist nichts Offizielles. Tja, das ist doch sowieso alles nur so zusammengestellt. YLR, 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 YLR. Ja. Ja. Nicht einschlafen, also wirklich. Nein, ich schlaf nicht ein. Das ist doch nicht die Hymne des Schlafes. Stimmt, die kommt ja später. Ja, siehst du, sag ich doch. Erinnert sich an die Hymne der Zeit. Diese Melodie, die am Rande deiner Erinnerung nachklingt, ist ein Lied voller Erinnerung an Prinzessin Zelda. Und du sitzt auf dem Pferd und reitest weg in deiner Erinnerung. Ja. Weil das Pferd hat ja dieses Horror-Scheißviech getötet. Naja, das weiß man jetzt nicht. Es sagte doch, es hat's entsorgt. Heißt aber nicht unbedingt, dass es getötet hat, also. Ich will jetzt nichts verraten, aber... Was sonst gemacht haben damit? Wach auf, du. Es hat Wurst daraus gemacht. Du sollst nicht die Erinnerung schwelgen, wir brauchen dich hier und jetzt. Diese alte Ocarina kann uns jetzt auch nichts mehr helfen. Zu Hilfe, Göttin der Zeit, bitte hilf uns, wir brauchen mehr Zeit. So, ja, dann wollen wir es mal machen, ne? Spielen wir es mal, zack. Huch, dieses Instrument, wo hast du das plötzlich her? Habe ich das schon wieder vergessen? Irgendwas mit LR? Ah. YLR, YLR. Du bist sehr vergesslich. Ja, aber irgendwie, ich habe das jetzt die zwar gesehen, ich wusste, ich das Einzige, was ich in Erinnerung behalten habe, war L und R. Mehr ist da nicht drin geblieben. Oh, sieht ganz schön aus. Etwas schöner gemacht als N64-Version. Tatsächlich, die Dekonüsse sind verschwunden. Sag ich doch. Alles, was munitionmäßig da seid. Hättest du doch einfach wegwerfen können vorher. Hätte ich machen können. Deinen Spaß mit gehabt. Ich hab das teilweise mit den Spielständen auch gemacht, aber irgendwann habe ich mir gedacht, das ist mir doch jetzt zu blöd, ob die jetzt flöten gehen mit dem Zeittunnel oder nicht. Bei der Majora's Mask kann man gut Rubine sammeln. Das heißt, sich immer welche nachkaufen ist jetzt nicht so schlimm. Schwarzes Bild? Ja. Yep. Oh, es geht weiter. Und wir sind wieder... Wo? Na, direkt am Anfangspunkt. Nachdem alles vorher hier passiert ist. Also wieder beim letzten Mal Dämmerung des ersten Tages. Aber was ist passiert? Alles? Alles sieht so gleich aus. Ja. Das ist erstmal nicht mit den Urblättern, Ziffern, wie auch immer. Das sind diese Kreise und die biegen sich am Ende nach oben. Beziehungsweise werden am Ende nach oben gefahren. Wah. Okay. Naja, wir werden es ja noch ein paar Mal sehen. Ja. Oder spulst du mal vorher zurück? Was hast du getan? Dieses Lied, dieses Instrument. Dieses Instrument. Warte, das ist es, dein Instrument. Der Maskenhändler hat doch gesagt, dass er dich zurückverwandeln könnte, wenn du ihm den wertvollen Gegenstand bringst, der dir gestohlen wurde. Hast du es etwa schon wieder vergessen?
Tja,